Hi, Patrick hier vom Digitalen Weiterbildungsinstitut und in dem Video schauen wir uns mal an, was wirklich wichtig ist für das Fach Fertigung und Betriebstechnik beim technischen Fachwirt. Ja, und zwar haben wir uns die letzten Prüfungsjahre angeschaut und haben die letzten Prüfungen in Themen eingeteilt und das Ganze auch in einer Pareto-Analyse für dich aufbereitet. Und hier sehen wir praktisch diese Pareto-Analyse für das Fach Fertigung und Betriebstechnik. Wir sehen praktisch hier die letzten Prüfungsjahre und hier dann die einzelnen Themen. Und umso höher das Thema hier ist, ja, desto mehr Punkte gibt es gesamtheitlich. Also wir sehen zum Beispiel das Thema CAD gibt hier 245 Punkte, wobei das Thema Werkstoffe nur 11 Punkte gibt. Und das ist einfach wichtig, dass du das weißt, dass du auch ein Gefühl dafür bekommst, dass du einfach weißt bei deiner Vorbereitung, welche Themen musst du richtig, richtig, richtig können. Schauen wir uns das Ganze mal an. Wir haben das Thema CAD, ja, CAD-Techniken, Module, 3D, 2D-CAD-Systeme, Rapid Prototyping, all das fällt hier drunter. Und letzten Endes ist es ein Thema, wo du lernen kannst, ja, wo auch nachvollziehbar ist. Dann haben wir das Thema Schaltungen, ja, also pneumatische Schaltung zum Beispiel oder hydraulische Schaltungen. Das kommt auch jedes Jahr dran. Also du siehst, diese zwei Themen kommen jedes Jahr in der Prüfung dran. Dann haben wir noch zwei Themen: Hauptnutzungszeit berechnen und Schnittleistungen. Kannst du dein Tabellenbuch natürlich verwenden. Und wir haben auch hier nämlich eine Kooperation mit diesem wunderschönen Verlag, ja. Das heißt, wenn du bei uns Kunde wirst, machen wir das auch vor. Wir zeigen dir ganz genau, wo du welche Formeln findest, wie du auch das Ganze anwenden kannst, weil das Buch darfst du in deiner Prüfung verwenden. Und aus dem Grund solltest du natürlich auch bei einem Bildungsträger mit dem Kurs arbeiten. Ja, bei meinem Bildungsträger damals hat mir im Unterricht das Buch nicht einmal in die Hand genommen, wurden da komplett alleine gelassen. Deshalb habe ich gesagt, bei meinem eigenen Institut, wir sind jetzt auch mittlerweile Bildungsträger, mache ich eine Kooperation mit dem Tabellenbuchverlag, damit die technischen Fachwirter nicht genau das gleiche Problem haben wie ich auch. Ja, ist übrigens auch bei allen anderen technischen Fächern so, aber ich sag mal, bei Hauptnutzungszeit und Schnittleistungen, da ist es schon sehr, sehr gut. Natürlich auch bei dem Thema Schaltungen kannst du auch im Tabellenbuch arbeiten, da dürfen wir die Screenshots in unseren Videokursen auch verwenden und im Unterricht, weil wir da eine Kooperation mit dem Verlag haben, ja, aber du siehst praktisch, das Thema Hauptnutzungszeit und Schnittleistung kommt eigentlich auch jedes Jahr dran. Vereinzelt gab es mal ein paar Prüfungen, wo das nicht dran gekommen ist, aber gesamtheitlich macht das schon immer sehr viele Punkte auch aus. Also wenn du diese vier Themen auf jeden Fall kannst, kommst du im Durchschnitt schon auf 54% deiner Punkte. Dann haben wir noch das Thema CNC-Programmierung. Ja, keine Angst, du musst da jetzt keine vollständigen Programmierungen schreiben, du musst nur einfache Wegbedingungen kennen, kannst du im Tabellenbuch abschreiben. Dann haben wir Regler und Regelungstechnik, ja, also der Unterschied zwischen Steuern und Regeln zu erklären, kommt eigentlich auch jedes Jahr in einer Aufgabe dran. Allerdings gibt es nicht so viele Punkte, ja, aber 10 Punkte sind schon ordentlich, ja, aber jetzt nicht so wie bei CAD mit fast 20 Punkten, ja. Dann haben wir praktisch Förderer. Förderer ist ein super einfaches Thema. Ja, es gibt Stetigförderer und Unstetigförderer. Stetigförderer können halt dauerhaft, also stetig, wie der Name schon sagt, Güter von A nach B transportieren. Unstetigförderer nicht. Ein Unstetigförderer ist zum Beispiel ein Gabelstapler oder ein Hubwagen. Ja, kennt man auch, jeder, der in meiner Produktion war, kennt ja eigentlich die Unterschiede. Man muss natürlich da ein paar Förderer noch wissen, dass man alle kennt, dass man die dann auch richtig zuordnen kann, gerade wenn man jetzt auch nicht jeden Tag in der Produktion ist. Aber du siehst schon, das Thema kommt auch regelmäßig dran. Es kam dreimal hier nicht dran. Dann haben wir das Thema Roboter, ja, Robotertechniken, Roboterprogrammierungen, welche Verfahren es da gibt. Kannst du auch im zweiten Tabellenbuch nachlesen, was wir dir in unserem Kurs empfehlen. Ist es Christiani-Tabellenbuch, musst du gar nicht auswendig lernen, kannst du nämlich auch alles dann nachschlagen. Aber wir empfehlen es dir eigentlich, lerne es auswendig, weil in der Prüfung hast du immer ein bisschen weniger Zeit, da kannst du nicht irgendwie blättern und dir Sachen durchlesen, das sollte dann eigentlich schon sitzen. Ja? Du siehst praktisch, das Thema kommt hier zweimal nicht dran.
dreimal hier hinten noch, viermal, aber ansonsten kommt es auch regelmäßig dran. Dann haben wir das Thema Instandhaltung. Instandhaltung kommt jedes Jahr dran, bis auf einmal, ist jetzt nicht so ein Schwergewicht, gibt immer nur unter 10 Punkte oder maximal 10 Punkte, aber es ist auch relativ einfach, weil es gibt drei Instandhaltungsstrategien, die lernst du mit den Vor- und Nachteilen, dann verstehst du die auch und dann passt es. Dann haben wir Fügetechniken, ja, also Fügetechniken zu kategorisieren. Da gibt es halt auch drei verschiedene Kategorien, die lernst du und dann verstehst du das Thema auch, ja. Also zum Beispiel, was für eine Kategorie ist eine Schraube, ja, was ist eine Kategorie für eine Klebeverbindung. Das kannst du dann in die drei Kategorien einteilen und du siehst, das sind dann auch relativ einfache Punkte, die man mitnimmt. Dann haben wir hier nochmal eine Prüfungsaufgabe, gab es mal 11 Punkte, wo es um Werkstoffe ging. Und mit der Pareto-Analyse hier weißt du halt einfach, welche Themen sehr prüfungswichtig sind und viele Punkte geben. Und ich hoffe, das hat dir ein bisschen Einblick auch gegeben. Also das Fach Fertigung und Betriebstechnik ist relativ einfach. Da haben fast keine Leute Probleme. Ja, man muss, vieles ist auch logisch, ist auch nachvollziehbar, ja. Es gibt halt ein paar Sachen, die musst du ein bisschen üben. Ja, das ist so, wenn du nicht irgendwie als Konstrukteur arbeitest, dann musst du halt die CAD-Themen etwas intensiver üben. Dann natürlich auch Schaltungen, ja, und dann hat diese Rechenmethoden hier von der Hauptnutzungszeit und Schnittleistung. CNC-Programmierung findest du ganz gut im Tabellenbuch. Regler und Regelungstechniken auch. Da solltest du natürlich in der Lage sein, den Unterschied beschreiben und erklären zu können. Ist aber auch kein Hexenwerk. Förderer haben wir durchgesprochen, ist relativ simpel mit den stetigen und unstetig Förderer. Robotertechnik auch, hast du das Tabellenbuch zur Hilfe. Instandhaltung gibt es halt drei Strategien, die Vor- und Nachteile davon zu erläutern. Und Fügetechnik gibt es halt auch drei Kategorien, die musst du ableiten können, erkennen können. Und dann bist du eigentlich schon durch das Fach Fertigung und Betriebstechnik erfolgreich durchgekommen. Ja? Ich hoffe, das Video hat dir jetzt gefallen, dass du dir da ein bisschen einen Eindruck vermitteln konntest, was da auf dich zukommt. Wir werden das auch für alle anderen Prüfungsfächer noch machen oder haben das schon auf unserem Kanal veröffentlicht. Das heißt, wenn du eine Weiterbildung starten möchtest, schau dir gerne die Videos an, mach dir einen Eindruck, was da auf dich zukommt. Und vor allem, wenn du dir einen Bildungsträger suchst, such dir einen, der sowas gemacht hat, der dir ganz genau sagt, was wichtig ist, wo auch den Kurs dementsprechend aufgebaut hat, weil es ist manchmal sehr frustrierend, wenn du anders eine Weiterbildung startest und dann hast du praktisch tonnenweise Skripte, du liest es, hast ganz viel bla 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 und weißt gar nicht, wo und wie du dich fokussieren sollst und gehst praktisch in deinen Lernunterlagen unter. Ja? Und wir sagen ganz klar, fokussiere dich erst auf das Wichtigste, dass du safe auf deine 50 Punkte kommst und danach konzentrierst dich auch gerne auf die unwichtigeren Themen. Wir sagen niemals, dass du auf Lücke lernen sollst. Du sollst alles lernen, aber konzentriere dich immer zuerst auf die wesentlichen Sachen. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen und ich freue mich, dich weiter auf unserem Kanal begrüßen zu können. Bis dahin, dein Patrick.